Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Europa Universalis 4 Teil 14. Ihr seht, wir sind hier, wenn ihr mal guckt, wir sind hier voll im Desaster. Wir sind bankrott in einem Monat. Wir haben Rebellenaufstände, viel Kriegsgegner, unsere Armee ist praktisch zerstört. Und ich habe den Teil eben schon mal angefangen, der bankrott hat mich da überrascht. Jetzt, wo ich das gesehen habe, will ich meine Monarchenpunkte noch schnell irgendwo reinfeuern. Frage ist, darf ich das gerade in der Hauptstadt machen? Nee, fehlt mir die Kontrolle. Das heißt, ich mache das mal hier irgendwo, wo... ja, wo die Renaissance gerade reinschleicht. Ah, die haben natürlich... Die Rebellen haben natürlich gleich hier die... richtigen Handelsdinger besetzt. Tröpfelt gerade ein bisschen Renaissance rein. Oh, hier gibt's Papier. Ja, wenn wir da, wenn die Autonomie nicht eh so hoch wäre, dann können wir das mal ein bisschen fördern. Wie heißt denn das Nest hier? Samarkand, ja. So, hier noch ein paar Handelspunkte. Handelspunkte sind verbraten. Fertig machen, zur Pleite gehen. Ja, mehr Separatisten und... Na, man hat es auf sich warten. Vielleicht kann ein bisschen mehr Geld rein von ihm. Ja, jetzt ist es passiert. Wir sind bankrott. Stabilität um 3 gefallen. Monarchenpunkte sind auf minus 100. Mit der kleinen Armee. Ja, die wird sich auch nicht groß verstärken mehr. Wir können hier mal eine besetzte Provinz freimachen. Benign Neglect. Oh, lokale, weil wir uns so wenig einmischen als Hauptstadt, boomt die lokale Wirtschaft in Emireti. Das ist... Ich habe einen netten Kommentar gerade noch gefunden auf einem älteren Video. Ich nehme gerade im Voraus auf, weil ich auf, wenn ihr das seht, bin ich auf Dienstreise in China. Von Hansa Gaming, da hieß es, mit asiatischen Ländern kommen die nicht so klar. Ja, ich anscheinend auch nicht. Naja, ich hab Emireti. Ach Gott, das gehört noch zu uns. Ja, es hat auch eine riesen Autonomie. Lokale Handelsmacht bringt natürlich ein bisschen was. Ja, die Trade Power. Bei der Autonomie von 99% haben wir von den anderen beiden Sachen nichts. Also wenn man hier rauf guckt auf Autonomie, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau, die lokale Handelsmacht wird da, also 99,1%, also bei 100% lokale Handelsmacht wird nur um 50% verringert. Da kriegen wir jetzt noch die Hälfte. Steuern und Steuern haben wir gar nichts von. Was mit Manpower? Wir kriegen keine Seeleute jedenfalls. Produktion nichts. Oh, und Autonomie nimmt sogar bei Bankrott mehr zu. Ah, die Frau ist eine Kanin des Volkes. Oh Gott, sie will 60 Dukaten für ein bisschen weniger nationale Unruhe. Nee, ist gerade nicht drin. Und wir sind keine Great Power mehr. Wer hat uns ersetzt? Rashtrakutas ist, glaube ich, hier zwischendurch. Deutschland war schon länger drin. Die Mamelucken sind am größten gerade. Auch interessant.
Ups, jetzt muss ich aber trotzdem, kann ich mal gucken, ob ich meine Armee noch irgendwie sinnvoll einsetzen kann. Ja. Wir befreien hier mal ein bisschen was Besetztes. Arminiakon hat uns zum Rivalen erklärt, ihr mich auch. Ich kann meine Rivalen aber eh gerade nicht erstellen. Oh, hier werden die mongolischen Rebellen aber gerade richtig platt gemacht. Also sind schon die nächsten. Ja, wir haben schon wieder Kredit aufnehmen müssen. Ja, vor allem durch die Besetzung der Hauptstadt, glaube ich, sind Steuereinnahmen stark weggebrochen. Ja, die Hälfte kriegen wir noch. Glücksjäger. Wir kriegen einen General mit 40 Traditionen. Oh. Ist das so? Ich glaube, das ist sogar besser als unser... Ja, 2-Sterne-General. Hm. Und es droht auch noch ein Desaster, also eine nationale Katastrophe. Hm. Zeigt uns an, dass wir gleich in Kampf geraten. Oh. Die Abbasids greifen an, aber kaum überlegen, ohne General. Oh ne, da kommt die Hauptarmee. Erledigt. Friedensangebot von Meschera. Das war eher ein schwacher Kriegsgegner. 715 Dukaten wollen die von uns haben, die spinnen ja wohl. Kirgisien unterstützt jetzt die Unabhängigkeit unseres illoyalen Vasallenstaates Shukrit. Griechenland ist jetzt hat die Renaissance übernommen. Ja, es wäre sogar nett, wenn wir benachbart wären, aber... Ja, Gorgon unterstützt auch die Unabhängigkeit des Shukrits. Griechenland ist jetzt eines der Großmächte der Welt. Ah, die haben Deutschland überholt. Ne, die haben auch Rashtrakutas überholt. Deutschland ist rausgeflogen. Separatisten, Shukrit-Bauernaufstand. Ich stelle mal auf maximales Tempo und wir gucken einfach nur, was passiert. Was machen kann ich eh nur, wenn jetzt wieder Rebellen sich durchsetzen. Bauern wollen niedrigere Steuern. Ja, das ist natürlich auch die niedrige innere Stabilität, die gewaltige Kriegserschöpfung. Kirgisen haben uns zum Rivalen ernannt.
Was? Jetzt rufen auch noch die Christen einen Kreuzzug gegen uns aus? Was wollen die Katholiken denn von uns? Ausgehend von Deutschland. Griechische Separatisten in Kursk. Die wollen auch 715 Dukaten. Weitere Bauernaufstände. Ah, Trebisond garantiert unsere Unabhängigkeit. Oh, hier hat eine Abbasid-Armee mal gegen einen Bauernaufstand verloren. Sehr schön. Oh, Ajam ist eine Großmacht der Welt geworden. Rashtrakutas ist rausgeflogen. Okay, Deutschland erklärt Böhmen den Krieg, die sind erstmal beschäftigt. Also dieser Kreuzzug ist wohl nur in Vorbereitung. Wir trauen um die Toten. Kriegen ein bisschen Manpower. Ja, solange die so viel Geld wollen, lehne ich das ab. Solange ich noch ablehnen darf. Und hier, die Abbasids verlieren hier gegen die Bauern. Ups, ja, jetzt kam eine Schere an mir und das hat die Bauern erledigt. Was? Eine Provinz vom Pika-Glad ist zu uns übergelaufen. Noch eine. Drei Provinzen vom Pika-Glad sind zu uns übergelaufen. Das ist keine gute Zeit, zu uns überzulaufen. Wer hatte das denn? Ich glaube, das hier, genau. Der Clan war das. Die haben sogar niedrige Autonomie, die bringen sogar ein bisschen mehr Einnahmen. Ja, produzieren aber nichts Tolles. Wir sind zu meiner Hauptstadt. Ich würde gerne meine Punkte einfach mal in der Hauptstadt reingießen. Die Abbasids. Orthodoxe Zeloten in Mansur. Ich glaube, wir werden, wenn die alle mal Geld wollen. Schukrit-Stämme erheben sich. Ich glaube, wir werden nämlich nochmal bankrott gehen. Die wollen auch Geld. Okay, wir haben ihnen zwei Provinzen gegeben. Geben alle Ansprüche gegen Abbasids auf. Oh, wir müssen ihnen auch Einkommen abtreten. So. Und wir sind so super im Minus, wir werden gleich wieder pleite gehen. Ich packe die Punkte mal eben in meine Hauptstadt, die ich gerade habe. Ich glaube, dass die Hauptstadt gleich wieder weg ist. Ja, wir müssen gleich wieder pleite gehen. 14. Dezember. 1488, okay, das ist ein bisschen buggy. Rechne lieber nochmal nach. Ja, wir sind bankrott wieder. Das
Hanreich kommt mir ziemlich geschrumpft vor. Ah ja, Miao hat sich unabhängig gemacht. Hier, das gehört ihm noch so besetzt. Afghanistan. Seit wann gibt es die überhaupt als Staat hier? Krieg mit den Handeln und so. Ja. Ach dann. Ach, was wollen die alles? 5 Provinzen. Vielleicht laufen die wieder zurück. Sind wir gleich nochmal pleite. Egal. Oh, wir können ein bisschen missionieren nebenbei. Ach, also haben wir nur was für Ansprüche aufgeben gehabt. Gerne. Mava möchte Militärzugang. Ach, das ist hier. Hier sind ein paar Staaten, glaube ich, entstanden, die sich vom Chinesischen Reich losgesagt haben. So, jetzt hätte ich eigentlich gern schnell Frieden mit den... Ja, wir sind wieder bei Gott. Ja, möchte ich gern schnell hier auch Tierfrieden haben. Wir ergeben uns. Denn dann haben wir erstmal Friedensvertrag mit all denen. Oh, 3 Provinzen haben sie genommen. Loborn haben wir freigegeben. Ah. Okay, geschafft. So, wir sind mal im Frieden. Jetzt kann ich mal gucken nach Verbündeten. Wer mag uns überhaupt noch? Ups. Russ zum Beispiel. Wir sind bankrott, das geht minus 50, das ist natürlich schlecht für die Allianz, die sind auch gerade im Krieg. Ah, Schukrit und Bachmann sind uns immer noch verblieben. Also ruhig mal aggressiv. Oder nee, unterstützend. Schukrit ist unabhängig geworden. Die haben eine rebellische Einstellung gegen uns. Aber wir verzeihen euch. Russ gewinnt sogar gegen Schweden. Ich verbessere mal Beziehungen mit Russ. Früher wollte ich mal Preußen, von denen ist aber kaum noch was übrig. Unsere Rivalen, die als Feinde haben. Kumu, wer ist das? Oh, immerhin gegen Kaschmir. Schicken wir auch mal einen Botschafter hin.
Können wir mal Beziehung mit den Mongolen verbessern. Jetzt wollen die hier Militärzugänge, unsere Feinde von eben. Ja, die Zinsen erdrücken uns gerade ein bisschen. Ah, das... Ach nee, das müsste doch aufgehört haben. Tatsächlich, wir machen Plus von fast 2 Dukaten 50. 2 Dukaten durch Steuern, ich handel 1,50. Ja, was ist denn? Vor allem Steuern jetzt 2 Dukaten. Dukaten von der Hauptstadt. Ja, ich muss einfach da, wo die Autonomie niedrig ist, halt entwickeln. Hier ist etwas niedriger, da kommt ein bisschen was rein. Naja, wir haben... wir haben gerade eh keine Monarchenpunkte. Legitimität wird in Frage gestellt. Ah, wir können auch ein... Ja, wir sagen, auf, vielleicht hat der Schubritaner mit Recht mit dieser Behauptung. Interne Konflikte. Oh, jetzt haben wir es geschafft. Wir haben eine nationale Katastrophe. 1515. Uiger stand einer Dekade des Chaos gegenüber, die das Land von Inneren heraus auflöst und an Grenzen des Kollapses gebracht hat. Sowohl sozial und ökonomisch mit Hungernöten und Seuchen hat unsere Nation zu kämpfen. Wachsender Widerstand gegen die Aristokratie und Kirche, es gibt eine Reihe von Rebellionen und Mordanschläge gegen Monarchen. 2 Stabilität, 2 Bauernregimenter revoltieren in Kungirot. Wo sind diese Rebellen? Ach, da unten im Süden. Die Pikern haben uns auch noch beleidigt. Frage, soll ich einen Kredit aufnehmen, um eine kleine Armee wieder zu bauen? So ganz ohne Armee geht halt gar nicht. Oh, eine Royal Marriage, was Mongolien wäre. Mal den zurück, der da die Beziehung verbessert, also stattdessen hier. Royal Marriage with Mongolia, dann mögen sie es auch sowieso gleich ein bisschen lieber. Ein Darlehen auf, nur um eine Minimalarmee aufbauen zu können. Ups, wir haben immer noch orthodoxe Zeloten hier. Ne, das sind Basizipatis gegen Kirgisien. Auf das Freiheitsverlangen unserer Vasallen geht dann unter 100%, wenn ich wenigstens ein kleines bisschen Armee wieder habe.
Oh, Bürgerkrieg in Trebizond. Mehr orthodoxe Aufständische. Ah, ich habe ja meinen tollen Zwei-Sterne-General, der kann das schon mal führen. Oh, unsere Weinexperten glauben, dass die letzte Ernte ist, von überlegener Qualität ist. Unsere Leute sind, freuen sich, sie zu trinken. Das ist Unruhe minus 1. Yay. Mehr Wein für alle. Die Stämme drum wieder. Ich kann halt die lokale Autonomie nicht mehr hochknallen. Denn, obwohl die ist eh voll fast bei 100%. Also was soll's. Neuer Rivale. Wen haben wir eigentlich als Rivalen gerade? Gurgon, Kirgisien, Shirvan. Kostet Diplomatiepunkte zu ändern. Also egal. Ach, die Unabhängigkeitsunterstützung durch anderes noch dabei. Oh, die Rebellen sind verschwunden. Ich kann das hier mal befreien. Unruhe unter den Bauern. Hungersnot, Seuchen und unsere steigende Bemühung, den gesetzlichen und ökonomischen Status der Bauern zu kontrollieren, zerren an deren Stärke der einfachen Leute. Unruhe ist unter den niedrigen Klassen. Aha, und wenn wir das einschränken, dann erheben sich die Adligen, dass der Unruhe sinkt. Oder Bauernaufstände, geht aber die sind natürlich schwächer, aber dann geht auch die Nationalunruhe rauf. Hier geht die nationale Manpower runter, aber die kann ich mir eh gerade nicht leisten auszunutzen. Oh, wie nett. Armee, wieso ist denn in die Klärung gekommen? Haben wir mal Glück gehabt. Was ist das überhaupt für ein Land? Ja, besser mal die Beziehung mit dem. Achso, weil die mit dem, die wollen sich hinlesen, mit deren Verbündeten. Können eine Allianz machen, wenn sie nicht mehr bankrott sind. Tatsächlich gerade noch plus. Oh Gott, sind das viele orthodoxe Zivilisten. Ja, was wollen die denn? Unabhängigkeit? Weil sie mehr religiös. Uigur konvertieren. Och, dann verlieren wir voll Prestige.
Gott, wenn ich meine Regierung konvertiere auf Convert. Wenn wir christlich werden, dann hätten wir Ruf für den. Ich kann nicht, ob ich das darf. Ja, wenn ich die hier schlagen will, dann muss ich... besser zusammensetzen, aber ich hab... Aufstand der Shukrit und alle, die ihnen Hilfe versprochen haben, sind dabei. Oh Gott, Gegner 28.000. Es ist unsportlich, sich zu ergeben, bevor 12 Monate im Krieg vorbei sind. Na schön. Gut, Unabhängigkeit vom Schuckrit-Clan. Der Bachmann-Clan macht gleich mit. Ich guck mal, ob ich die Separatisten noch wie es besiegen kann. Huch, war meine Moral nicht voll? Maximum. Irgendwas nur trifft Uigur. Es gab Missernten, die Leute haben kaum was zu essen. Können ein bisschen Linderung verschaffen, kaum noch nicht das Geld dafür. Oh, ja, wenn man die Leute monatliche Autonomie nimmt, dann nimmt man nur 5 zu. Die Kirgisen haben auch massive Probleme. Ich glaube, im Mai darf ich nicht gehen. Ich ergebe mich. Unabhängigkeit für Schukrit und Bachmann und wir geben noch einen Haufen Provinzen an Schukrit ab. Oh, und Gorgan. Wir müssen noch 46 Dukaten zahlen. Korruption! Ist gerade besonders schlimm. 100 für 100 administrative Punkte können wir versuchen. Auszulöschen, aber wir ignorieren sie. Wir ignorieren sie.
haben wir zwei Darlehen. Ja, habe ich richtig gezählt. Oh, jetzt machen wir Minus. Ajam ist keine Großmacht mehr. Wer hat es denn überholt? Auvin! Ja. Ich greife hier nochmal an. Die Punjab garantieren jetzt unsere Unabhängigkeit. Na, immerhin. Wir haben andere Mitleid mit uns. Ich komme an und... Ja, ich bin viel zu ignorant. Ja, ich habe ja wahrscheinlich mächtige... Ich hab da ganz riesiger Abzüge drauf. Oh, Horneinheit steigt gerade jährlich und Revanchismus fast 10 Punkte pro Monat. Was haben die denn für eine... Oder wie niedrig ist unsere Moral denn? Ah, die Estates sind voll disloyal. Oh ja, Einfluss ist 94%. Ich zoome mal raus, was haben wir überhaupt noch? Ja, die Gebiete, ich will die gar nicht mehr haben. Ich möchte jetzt eigentlich hier noch mein Kernland behalten und von da aus quasi neu aufbauen. Huch, seit wann gibt es denn hier dieses Turov? Ja, tut sich auch ein bisschen was in Europa, aber ich warte mal auf, dass Portugal hier irgendwie mal eine Kolonie gründet, aber... Nee, dem Stress mit Marokko. Dem recht starken Marokko. Hier habe ich sonst Mali auf der Karte. Ja, Böhmen ist auch ganz schön groß, nicht zu unterschätzen. Deutschland und Sachsen teilen sich immer noch das heutige Deutschland. Hindus. Hier Teile von Chinesisch. Hier sind alles auch noch Chinesisch. Ah, hier, Liangjin. Jetzt geht's los, dass sich hier einzelne Dynastien unabhängig machen von China. Und Kosala ist verdammt mächtig in Indien. Ja, die Nummer 4. Oh, ja, die Chinesen sind auf Platz 3 inzwischen gefallen. Italien gilt jetzt als mächtiger. Ja, ich bin immer momentan gerade von Teil zu Teil überlegen, ob ich dieses Let's Play vorzeitig beende. Man kann ja mal sehen, wie sehr ein das Spiel auch wieder ins Spiel kommen lässt, wenn man ein bisschen zu stark zurechtgeschrumpft ist. Okay, welche Rebellen haben ihre Ansprüche fast durchgesetzt? Die Separatisten hier. Dann macht euch doch unabhängig, jetzt reicht's mir. Genug. Ach Gott, die wollen gar nicht so viel. Ich weiß auch nicht, was ich mit den Orthodoxen mache. Ach, das hier, die zum Übergelaufen waren. Da gab es Rebellen, die wollten es wieder zurück zu Pikern. Na, meinetwegen. So, jetzt ist aber auch Frieden. Jetzt geht, kann die lokale Autonomie wieder etwas sinken. Dann haben wir hoffentlich ein bisschen mehr Geld. Ah, und ich kann die Stabilität mal boosten. Ne, kann ich nicht. 170 kostet das. Das ist gerade stark teurer durch interne Konflikte. Interne Konflikte. Ach, ich würde sagen, die Katastrophe läuft. Ach nee, die blöden orthodoxen Zeloten. Ich sehe die gar nicht. Also gehen wir mal rüber und versuchen das zu befreien. Durchmarschrecht.
Hallo Basit. Sind feindlich eingestellt. Es wird noch weiter dauern, weil wir ihr Herr waren. Kirgisien hat eine Provinz an die Pikan-Clan verkauft. Das muss ich ja auch mal ausprobieren, ob ich Provinzen verkaufen kann. Die sind gerade alle besetzt, sag ich es bestimmt nicht. Aber zum Beispiel die hier. Wer würde die denn haben wollen? Gurgan. Cell Province. Achso, Rivale. Geht das nicht. Die haben selber kein Geld. Gut ist dann nicht. Was sieht sie denn im Krieg? Ah, Punjab könnte ich. Provinzen verkaufen. Und das probiere ich noch aus, wenn wir feiern. Wie viel würden die denn dafür zahlen? Negativ 2000. Ach, die wollen nichts mit uigurischer Kultur haben und mit anderen Religionen. Das muss also schon passen. Bonn ist auch gerade bankrott. Die Eldschukids haben Schulden. Okay. Also es muss passen und man muss jemanden finden, der selber im Frieden ist und selber nicht pleite ist. Das ist, erweist sich gerade als schwierig. Na gut. Schauen wir nochmal, ob sich... Ja, schauen wir noch einen Teil weiter, ob sich was machen lässt. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß noch. Ciao.